Ja, hallihallo Leute, willkommen mal wieder bei einer neuen Folge von Bauforum 24 TV on Tour. Wir sind heute in Ludwigshafen bei der Wirtgen Group, bei den Road Technology Days. Und hier geht einiges und ich zeige euch nur mal kurz als Vorgeschmack, was gestern Abend hier ging. Ja, liebe Leute, vielleicht vorab noch mal ein kurzes Update, eine Einführung über die Historie der Wirtgen Group. Wirtgen selbst wurde 1961 von Reinhard Wirtgen gegründet. Ja, und Reinhard Wirtgen hat 1961 im jungen Alter von 20 Jahren angefangen, quasi Transportaufträge auf dem Bau erstmal abzuwickeln. Und da kam er in Kontakt mit Straßenbau, auch auf Flugplätzen, soweit ich weiß. Und da mussten halt die Fahrbahnen auch zertrümmert werden. Und das war ein mühsames Business. Und der Reinhard Wirtgen hat sich überlegt, dass man das mit so Zertrümmerungsmaschinen vielleicht besser bewerkstelligen kann. Blenden wir euch gerade mal ein Foto ein. Es war also relativ einfach. Es wurde halt über eine Winde immer ein Fallgewicht hochgezogen und dann mit eigenem Gewicht runtergefallen lassen. Und ja, damit hatte er recht guten Erfolg und dann hat er das ganze Thema weiterentwickelt. Ist dann als Dienstleister auch angefangen in diesem Bereich und hat dann die ersten Straßenfräsen gebaut. Und die Straßenfräsen stehen ja auch hier hinter mir, die ganze Reihe. Das sind alles Straßenfräsen, aber das sind Kaltfräsen. Problem allerdings war damals, die Meißel, die in diesen Fräswalzen sitzen, die waren damals in den 70er Jahren noch nicht so hochwertig, von so hoher Qualität, Standzeit verfügbar, dass man den Asphalt einfach kalt fräsen konnte. Also gab es die Heißfräsen. Dazu wurden halt riesige Brenner installiert. Da wurde der Asphalt erstmal richtig heiß gemacht und dann konnte der abgenommen werden. Und irgendwann kam dann halt eine Verbesserung da rein und dann gab es halt die Kaltfräsen, so wie man sie heute hier eigentlich kennt. Und ja, Wirtgen ist relativ schnell dann im Prinzip zum Weltmarktführer aufgestiegen in dem Bereich und hat das Portfolio neben Fräsen dann sukzessive erweitert durch Akquisen. Ja, und viele von euch werden es wahrscheinlich schon letztes Jahr bei uns auch auf Bauforum 24 gelesen haben, dass die John Deere Company, also John Deere, der amerikanische Hersteller von Traktoren und auch von Baumaschinen, die Wirtgen-Gruppe gekauft hat für 4,3 Milliarden. Aber das soll es auch vorab gewesen sein. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Maschinen an. Ich stehe ja jetzt hier schon bei den Kaltfräsen und die Kaltfräsen gibt es von Fräsbreiten 35 cm bis glatten 2,20 m. Und damit du mal eine Vorstellung kriegst, was da auch an Power nötig ist, um eine Straße abzufräsen. Max, die kleinste Fräse hat eine Fräsbreite 35 cm. Was meinst du, was die so PS hat? Schätzen. Also ja. Wie viel hat dein Corsa? 60. Dann bist du ziemlich fast richtig. Die kleinste Fräse hat nämlich 61 PS. Also könnte ich mit meinem Corsa eine Straße fräsen? Ja, aber nur auf die Breite. Wobei bei deinem Corsa hättest du noch das Problem, du müsstest erstmal die Fräswalze irgendwie unter den Unterboden kriegen. Weiter geht's dann halt. Maximum Ausbau ist da hinten. Da gehen wir mal eben hin. Ja, und hinter mir, da ist die W250i und das ist wirklich die größte Fräse von Wirtgen, das ist auch Vollfettstufe. Und hier ist jetzt eine Fräsbreite von glatten 2,20 Meter. Das Material wird dann abgefräst. Hier siehst du das Förderband. Da, wird's halt, da steht dann halt der LKW, der dann so mitfährt und der das dann irgendwann wegbringt. Dann kommt der nächste LKW. Max, eben waren wir beim Corsa. Was müssten wir jetzt adäquat hier so? Was meinst du? Aber das war 150. Na, bist du nicht ganz dran. 1024 PS. Also rund 1000 PS, da siehst du, was du für eine Kraft, was da für eine Gewalt hinter steckt. Aber Fräsen ist ein Thema, wir gehen mal weiter, gibt noch was. Was haben wir hinter mir? Orange Maschine, heißt Walzen von Hamm. Und das ist die HD8. Guck mal, ist hier nicht niedlich. Das ist die kleinste Tandemwalze von Hamm. Und wofür hast du so eine kleine? Ja, zum Beispiel könntest du, wenn du jetzt Radwege oder Gehsteige asphaltieren würdest, dann kannst du das damit gut machen in innerstädtischen Bereichen. Gewichtsmäßig sind wir hier bei knapp 1,6 Tonnen. Antriebseitig
haben wir hier dezente 20,1 PS installiert. Wir legen Wert auf das Komma 1. Naja, aber die Leute von Hamm können natürlich auch größer. Dann gucken wir mal, was es am oberen Ende gibt. So, liebe Leute, sowohl die Temperatur steigt an hier. Wir haben jetzt schon lauschige 28 Grad, aber auch die Größe der Maschinen. Und was wir jetzt hier hinter uns haben, das sind die Walzenzüge von Hamm. Und für die, die jetzt nicht so aus dem Straßenbau kommen, Walzenzug heißt, da ist hier hinten immer Gummireifen. Das heißt, die können verdichten im Erdbau und sind beschränkt geländefähig. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass man das vielleicht auch nicht übertreiben sollte. Irgendwann ist Schluss. Aber was wir jetzt hier haben, wir haben hier drei unterschiedliche Bandagen. Das eine ist eine Stammfuß- oder Scharffußbandage. Damit kannst du Böden noch mehr verdichten. Da vorne haben wir eine Glattmantelbandage. Und da ganz hinten steht ein Walzenzug, der hat Fräsmeißel auf der Bandage. Was damit auf sich hat, gucken wir uns erstmal eben an. Ja, Leute, das ist nämlich die Hamm H25 IVC. Das ist eine sogenannte Felsbrecherbandage oder eine Brecherbandage. Wenn du einen Untergrund hast, wo zum Beispiel felsiger Schotter ist, der erst noch gebrochen werden muss, damit der entsprechend verdichtet werden kann, dann machst du das mit so einem Gerät in einem Arbeitsgang. Und das sind zwei Dinge für verantwortlich. Du hast nämlich auf der einen Seite hier diese wie Fräsmeißel, die halt das Material dann brechen. Und zusammen mit 25 Tonnen Eigengewicht der Maschine und der Vibration knackt das wirklich die Steinchen oder den Felsanteil und verdichtet dann auch entsprechend. Kollegen von BOMAG haben das übrigens auch. Die haben dann aber eine Polygonbandage, habe ich euch auch mal gezeigt. Gibt sogar ein nettes Foto von mir, blenden wir euch gerade mal ein. Das Schöne dabei ist aber noch, wenn jetzt diese Spitzen hier verschleißen, dann müssen die auch mal gewechselt werden. Du hast jetzt hier ein Schnellwechselsystem. Du löst das hier, dann kannst du hier diesen Kunststoff, dieses Kunststoffpad kannst du rausnehmen von beiden Seiten. Und dann kannst du den ganzen Zahn einfach nach oben ab, kommt der neue Zahn drauf, diese Halterung, diese Fixierung wieder zu und weiter geht's. So Leute, hinter mir sehen wir jetzt auch nochmal, wie die Wirtgen Group sich so die Prozesskette im Straßenbau vorstellt. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Kaltfräse haben, ist eine 50er, die hat also eine 500 mm Fräsbreite. Die fräst jetzt beispielsweise die Asphaltdeckschicht ab. Dann haben wir dahinter den Fertiger, ist die Super 800 von Vögele. Ist einer der kleinsten Fertiger, hat eine Einbaubreite bis 3,5 Meter maximal. Minimal geht es runter bis 500 mm, also halben Meter. Also perfekt zum Beispiel auch für einen Radweg oder jetzt hier so einen kleinen Gehweg. Und ganz da hinten stehen halt die beiden Tandemwalzen, die dann halt den Asphalt schön verdichten. Und zur Asphaltverdichtung habe ich auch noch was. Da steht nämlich da vorne. Hier haben wir nämlich eine Gummiradwalze. Und die Leute von Hamm, die haben das auch eine schöne Nomenklatur, nämlich Hamm GRW, also Gummiradwalze. Das ist eine richtig klassische Nomenklatur. Und dieser Kollege hier wiegt rund 18 Tonnen, hat aber schon das neue Design. Aber es gibt auch noch Gummiradwalzen von Hamm, die sehen seit ehedem aus, gleiches Design, noch glaube ich aus den 70er Jahren. Blenden wir kurz mal ein. Wozu hast du eine Gummiradwalze? Du hast hier wirklich verschiedene Gummiräder, 4 Stück, die sind so versetzt. Jetzt fragt ihr euch, wozu brauche ich eine Gummiradwalze? Ja, die Kollegen hier sind wirkliche Spezialisten. Die sind nicht für die Deckschicht, sondern für die Tragschicht oder die Binderschicht, weil durch diese Gummiräder verdichtest du das Korn oder die Oberfläche wirklich, dass sie dicht ist. Der Straßenbauer sagt auch, das Korn legt sich und dann hast du eine geschlossene Oberfläche und dann kann die nächste Schicht da besser drauf, haftet besser. Dafür sind die Kollegen da. Und hier gibt es hinter mir noch so einen Verbund von Maschinen, so wie man sich das in der Prozesskette vorstellt. Das ist nämlich das Thema hier Bodenverdichtung. Du hast hier vorne einen Bindemittelstreuer. Zum Beispiel könnte das Kalk sein, wenn du jetzt einen Boden hast, der nicht bindig ist, der also nicht tragfähig ist. Dann hast du meinetwegen hier ein Bindemittel, das könnte Kalk sein. Dahinter hast du dann einen Bodenstabilisierer. Das heißt, der hat in der Mitte so eine Walze, so eine Fräswalze oder Bodenfräse, wie man es nennen will, die durchmischt den ganzen Boden mit dem Bindemittel. Und danach kommt nämlich jetzt so eine Stammfußbandage, die verdichtet. So eine Stammfußbandage hat auch eine relativ tiefe Verdichtungswirkung und dahinter kommt dann eine Glattmantelbandage, jeweils Walzenzüge, klar, haben wir ja gelernt im Erdbau. Und die Glattmantelbandage, die macht eben das Finish dann nochmal glatt. Und schon hast du einen Boden, auf dem du dann weiter entsprechend arbeiten kannst. Weiter geht's. Hinter mir habe ich jetzt mal eine richtige Neuheit und zwar habe ich eine Tandemwalze von Hamm, eine HD90IPH. Und da vorne steht auch
Power Hybrid. Eine hybride Walze, jetzt denken die meisten wahrscheinlich von euch, Hybrid hat was mit Elektro zu tun. Aber das ist nicht zwangsläufig immer Elektro. Hybrid kann auch bedeuten, dass du als alternatives Aggregat zusätzlich zum Beispiel einen hydraulischen Druckspeicher hast. Und hier haben wir einen hydraulischen Druckspeicher. Was macht der? Ja, immer dann, wenn besonders Leistung angefordert wird, beispielsweise wenn die Verdichtung startet, dann wird ja im Anlauf mehr Energie benötigt, dann kann dieser Druckspeicher bis zu 15 Sekunden nochmal zusätzliche Energie abgeben. Ich bin mir nicht sicher, ich meine 25, 30 kW sind das ungefähr, die da zusätzlich noch kommen. Der reine Verbrennungsmotor fällt dann wiederum kleiner aus. Der hat nämlich hier 55,4 kW. Und dadurch, dass du dann nur diese Motorleistung installiert hast von 55 kW, brauchst du keine besondere Abgasnachbehandlung in Form von AdBlue, DPF etc., weil du eben noch in einer anderen Klasse bleibst. Und dann wird ein Schuh raus, dann sparst du Kraftstoff und du sparst vor allen Dingen auch eben den zusätzlichen Aufwand für die Abgasnachbehandlung. Aber wenn es mal etwas mehr sein soll, dann kannst du aber auch richtig Gas geben. Du kannst bis 16 Meter Einbaubreite gehen. Dann brauchst du aber sowas, was in die Richtung geht. Der 2100er hier hinter mir, der hat jetzt 13 Meter Einbaubreite in der Konfiguration. Aber man kann das hier sehen, an den Sensoriken hier. Du kriegst die Geräte mittlerweile auch mit einer kompletten 3D-Steuerung. Und komplette Steuerung heißt nicht nur, dass die Bohle die Nivellierung automatisch macht, sondern der Fertiger fährt sogar in der Spur selber über ein Geländemodell, was vorher reinprogrammiert worden ist. Das heißt, der Fertigerfahrer, der kann sich wirklich darauf konzentrieren, dass die Systeme alle laufen, dass der Beschicker ordentlich arbeitet, dass er immer Material hat. Und dass du immer Material hast, dafür arbeitest du dann oft mit einem Beschicker zusammen. Vorteil ist, die LKW auf so einer Straßenbaustelle, die entladen den Asphalt immer in den Beschicker. Und der Fertiger an sich hat halt nie ein Problem, dass mal der Asphaltnachschub nicht ausreicht, weil du immer einen Puffer hast. Und das ist halt Grundregel beim Asphalteinbau. Du willst eben keine Übergänge haben, wo du wieder heißes Material an kaltes Material machst. Dann hast du hässliche Übergänge, nicht so gut. Und das Thema ist eben auch Überwachung der Einbauqualität. Und da haben die Kollegen von Vögele mittlerweile so ein System, wo das über Infrarot gescannt wird. Dann hast du ein Modell und kannst das alles monitoren und würdest jetzt zum Beispiel sehen, wenn irgendwo kalte Einbauschichten sind, weil der Asphalt vielleicht nicht heiß genug eingebaut worden ist. Ja, ihr habt gesehen, die Technology Days heißen wirklich Technology Days, weil hier eine Menge Technologie am Start ist. Und das war ja nur ein ganz kleiner Auszug. Was mich noch hier fasziniert hat, hier waren wirklich 3000 Leute aus der ganzen Welt. Das heißt, die Wittgen-Gruppe lässt diese Leute mal eben hier alle einfliegen. Kunden, Händler, Anwender. Mich würde noch mal interessieren, wie hat euch das gefallen? Habt ihr vielleicht Walzen fertiger oder auch Fräsen selber im Einsatz auf der Baustelle? Dann eure Kommentare, eure Erfahrungen mit den Maschinen bitte unter das Video. Bleibt mir treu, wir sehen uns, bleibt dran, bis dann.